so viele Menschen, die davon träumen. Es wäre doch toll, wenn man ein Restaurant hätte. Ja, und da haben wir uns einfach drauf eingelassen und beide keine Ahnung davon und sind komplett quer rein. Im Nachhinein war es sehr gut so, dass wir blauäugig waren. Hätten wir nämlich gewusst, was uns alles über die Jahre, sage ich mal, eine Herausforderung gibt, hätten wir es ja trotzdem gemacht. Aber wahrscheinlich nochmal mit einem anderen Fokus. Ich glaube, das ist auch so dieses Businessplan erstellen. Wie fängt man denn an und wie kalkuliert man? Das haben wir aber jetzt gemacht. Nee, eben. Also haben wir sozusagen mit bestem Gewissen, was wären wir bereit für eine Pommes zu bezahlen? Deshalb also kommen wir auf den Preis, wenn wir das mal alles zusammenrechnen, können wir es überhaupt dafür verkaufen. Und das hat funktioniert. Ich muss sagen, wir haben das ganz untypisch gemacht, weil wir standen am Anfang nicht so viel selber im Laden, weil wir beide noch unsere Jobs hatten. Das hat uns auch die Freiheit gegeben, dass wir ja unser Geld verdient haben, wo wir einfach gucken konnten, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Wir sind grundsätzlich alle sehr positiv denkende Menschen. Gut gelaunte Menschen, lösungsorientiert, wir sind kreativ und das, glaube ich, macht uns auch manchmal so flexibel oder auch so, da geht es immer, es geht immer weiter, es gibt immer einen Weg. Sind auch stressresistent? Mal mehr, mal weniger. Im Großen und Ganzen, glaube ich, sind wir alle ein bisschen entspannter geworden, weil es gibt Sachen, wo ich besonders lernen muss, es gibt Sachen, die kann man nicht verändern, die sind, wie sie sind. Aber so hat jeder seine Stärken und seine Schwächen. Wir haben viel Glück im Leben gehabt, also dass die Sachen so gekommen sind, wie wir sie wollten. Ich glaube, weil wir auch positiv auf Sachen zugehen. Ich glaube, das ist so manchmal so, wie man in den Wald reinruft, so kommt es auch raus.